Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will etwas sagen zu dem, was die Kollegin Hammann gesagt hat. Ich teile Ihre Auffassung, Frau Kollegin Hammann, dass es bei der Frage der Atomtechnik sehr viele Bedenken bei den Menschen in unserem Land gibt. Und deshalb sagen wir als Liberale, für uns ist die Atomenergie eine Übergangsenergie. Aber wir haben, meine Damen und Herren, in der ganzen Diskussion mehrere Fragen zu klären, und die können wir nicht einfach mit Ideologie zur Seite wischen. Sie haben von der Endlagerproblematik gesprochen. Und wissen Sie, ich muss ehrlich sagen, ich frage mich wirklich, wer die letzten 10 Jahre in Deutschland Verantwortung übernommen hat. Die Liberalen waren es nicht, darf ich Ihnen sagen. Und dass die Grünen, die seit unter der Regierung Schröder dabei waren, bei der Frage Endlagerproblematik überhaupt nichts zustande gebracht haben, meine Damen und Herren, das ist der eigentliche Skandal. Das ist der eigentliche Skandal. Und wissen Sie, es geht doch bei der Frage Endlager nicht nur darum, was passiert, wenn Kernkraftwerke länger laufen würden, sondern was ist denn mit den Brennstäben und dem Atommüll, den wir jetzt schon haben? Der muss doch auch irgendwo hin. Und diese Frage, meine Damen und Herren, haben Sie nicht geklärt. Diese Frage haben Sie nicht geklärt. Und das ist eines der größten Probleme. Die zweite Frage, wir wollen nicht, meine Damen und Herren, dass die Strompreise zur sozialen Frage des 21. Jahrhunderts werden. Darum geht es auch, natürlich, aber hundertprozentig. Und deshalb, Strom muss für alle Menschen in unserem Land weiter bezahlbar bleiben. Und deshalb kann es nicht sein, dass wir uns in dieser Frage abhängig machen, alleine vom Ausland, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir brauchen in Deutschland auch unabhängige Stromproduktion. Und deshalb letzter Punkt, und da richte ich mich vor allen Dingen an die Grünen. Es macht doch keinen Sinn, wenn wir alleine aufgrund ideologischer Vorstellung, aufgrund von Technikfeindlichkeit uns dazu durchringen, zu sagen, wir wollen mit Atomenergie überhaupt nichts mehr zu tun haben. Wenn wir der Auffassung sind gemeinsam, und das sieht auch Herr Pinkwart übrigens so, weil Sie den zitiert haben, und da freue ich mich drüber, das sieht auch Herr Pinkwart so, dass Technologie, Atomtechnologie eine Übergangstechnologie ist, dann müssen wir aber auf der anderen Seite das, was unsere Ministerin hier in Hessen macht, auch dazu kommen, dass wir in innovative Technologien investieren. Das ist doch das, darum geht es doch. Darum geht es doch. Und deshalb, es macht, meine Damen und Herren, es macht keinen Sinn, bei diesem Thema nur schwarz-weiß zu malen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir diese Bedenken, diese Angst der Menschen ernst nehmen müssen. Aber wir müssen genauso ernst nehmen, dass viele Menschen sich die Frage stellen, können sie ihre Strompreise in den nächsten Jahren noch bezahlen? Und diesen Zwiespalt, meine Damen und Herren, werden wir nicht durch Ideologie lösen können. Vielen Dank. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Man kann schon sagen, jedes Plenum wieder versuchen Sie, Ängste zu wecken und tun heute nach einer Bundestagswahl so, als hätten wir nicht vorher darüber geredet, dass wir ganz klar sagen, Kernenergie ist eine Brückentechnologie, die wir noch brauchen, aber dass wir gleichzeitig dazu gesagt haben, Verlängerung immer unter Sicherheitsaspekten. Und da kann ich Ihnen nur ganz klar dazu sagen, das setzen wir in Hessen die letzten Jahre konsequent um. Wenn andere sogar Genehmigungen anders aussprechen, haben wir auch Nachrüstungen, auch im Falle der jetzt diskutierten immer nach § 7 Atomgesetz durchgeführt. Was heißt, dass eine echte atomgesetzliche Regelung und Prüfung wiederum aufgenommen wird? Und das macht deutlich, was ja manchmal in so einer Aktuellen Stunde zu kurz kommt, dass es auf der einen Seite darum geht, die Tür zu öffnen, und zwar weiter auszubauen im Bereich der erneuerbaren Energien, aber gleichzeitig zu wissen, der Strom kommt nicht einfach aus der Steckdose, und wir sind auch dafür verantwortlich, dass zum Schluss sozialverträgliche Preise vorhanden sind. Und deswegen ist auch ganz klar, dass wir vor der Bundestagswahl darüber geredet haben. Trotz aller Kampagnen, die Bundesumweltminister Gabriel gemacht hat, haben wir gesagt, wir wollen verlängern, aber eben immer unter dem Gesichtspunkt, dass jedes einzelne Kernkraftwerk geprüft wird, geschaut wird, wie ist die Sicherheitslage, und dann entsprechende Verlängerungen umgesetzt werden und nicht pauschal das eine oder das andere gemacht wird. Und genau das ist der Bereich, über den wir auch jetzt gemeinsam mit den Kollegen der FDP in Berlin diskutieren. Und ganz wichtig bleibt dabei, dass es so einfach nicht ist, wie es immer wieder versucht wird, hier darzustellen. Kernkraft weg, Kohle weg und nur Erneuerbare.
Frau Kollegin Hamann, Sie haben gerade selber gesagt, dass im Bereich der Erneuerbaren wir eine hohe Volatilität haben, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Sie haben das aber eben beschrieben mit Flexibilität. Flexibilität ist es ja gerade genau nicht. Wir haben eine hohe Volatilität. Und das heißt eben, dass ich immer auch noch andere Möglichkeiten brauche. Und wenn man sich dafür entscheidet, zu sagen, Klimaschutz hat auch eine hohe Bedeutung, dann macht es sicher wenig Sinn, auf der einen Seite klar zu formulieren, man will Erneuerbare, aber gleichzeitig alles andere auszuschließen, die Kernenergie genauso wie die Kohlekraftwerke. Und wir sagen, für den Klimaschutz bringt es wesentlich mehr, wenn wir bestehende Kernenergiekraftwerke weiterlaufen lassen, wenn die Sicherheit stimmt. Und genau das wollen wir auch tun, aber unter dem Gesichtspunkt, dass es gleichzeitig dazu führt, dass wir vertretbare und damit auch sozialverträgliche Strompreise auf Dauer haben und gleichzeitig alles, was an Laufzeitverlängerung gemacht wird, ganz klar dafür genutzt wird, dass ein Fonds dort angelegt wird und dass wir massiv in den Ausbau erneuerbarer Technologien investieren. Denn das brauchen wir für die Zukunft. Und das ist unser gemeinsames Ziel. Angstmacherei, wie hier immer wieder betrieben wird seitens der Linken, Rückfall in den Sozialismus mit Verstaatlichungstheorien, das ist nicht der richtige Weg. Wir wollen erneuerbare Energien fördern, aber wir wissen auch, dass es mehr bedarf als kluger Sprüche, sondern dass es auch Übergänge bedarf, dass klar geschaut werden muss, wie geht es weiter und dass wir noch viel, viel Geld brauchen, um die Entwicklung von Speichertechnologien voranzubringen. Und deswegen werden wir das machen und werden auch die Bürgerinnen und Bürger immer dabei teilhaben lassen, wenn es darum geht, Aufklärung zu betreiben. Nicht platt wie in einer Aktuellen Stunde Angst zu machen, sondern klar vor der Wahl zu sagen, aber auch nach der Wahl mit aller Offenheit zu erklären, wie wir uns das für die Zukunft vorstellen, wie ein Energiekonzept für die Zukunft in diesem Land aussieht, zwischen erneuerbaren Verlängerung von Kernkraftwerken und einem vernünftigen Energiemix. Genau das machen wir. Herr Schäfer-Gümbel, wenn Sie hier dazwischen schreien und Sie eine Aktuelle Stunde zu diesem Thema beantragt haben und genau wissen, dass Gabriel alles versucht hat, mit jeder Polemik Menschen Angst zu machen, dass SPD und Grüne das nicht hinbekommen haben, dann müssen Sie schon selbst verantworten, wenn Sie nur, dann müssen Sie das verantworten, über die Frage von Kernenergie auch ernsthaft mit uns zu diskutieren. Das machen Sie nicht. Über Erneuerbare machen wir uns unsere Vorstellung. Herr Kollege Schäfer-Gümbel, wenn Sie mit mir über erneuerbare Technologien und Energien diskutieren wollen, beantragen Sie bitte dazu die Aktuelle Stunde. Machen wir gerne, ausführlich und im Detail. Aber Angstmacherei in einer Aktuellen Stunde und zu glauben, die Bürgerinnen und Bürger hätten nicht gewusst, über was sie abgestimmt haben, das ist der falsche Weg und den werden wir ganz sicher nicht mit Ihnen gehen.